So, meine lieben Gaming-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Schwarze Edition. Im letzten Part haben wir natürlich den weißen Stein bekommen, und zwar von Aloe, glaube ich, Aloe heißt sie, nicht Aloe Vera. Nun gut, wir gehen jetzt nun auf Route 8 zur Richtung Twinbreak City, wie es schon letztes Mal erwähnt wurde. Und diese Reise wird jetzt ziemlich schwierig sein. Jetzt ist Bisbar gehabt mit Surfer. Und hier ist es nicht einsetzen. Hä? Ah, jetzt geht's. Lol. So, lass uns jetzt mal schnell bereisen. Mal sehen, wie komme ich jetzt hier rüber? Das ist nur die Frage. So. Ich weiß, es gibt noch einige Trainerkämpfe, aber... Jetzt habe ich verkackt. Nochmal von neu. Okay, alles von neu. Lol. Scheiße, ich habe jetzt verkackt, glaube ich. Verdammt. Ich hätte es hier nicht so. Oh, doch, ich muss dann hier rüber gehen. Es geht nicht anders. Verdammt. So, hier muss es gehen, glaube ich. Und anscheinend doch, so es aussieht. Wir kommen jetzt doch weiter. Hier ist auch schon die Zeppelinbrücke. Und jetzt kommt schon Bell jetzt auf einmal. Ich habe gedacht, sie hört jetzt auf mit dem Training. What the hell? Aber egal. In letzter Zeit habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Ich meine darüber, was ich machen möchte und auch darüber, was ich überhaupt erreichen kann. Ich wäre natürlich gern ein bildschönes Mannequin wie Camilla. Andererseits würde ich mein Leben auch gern der Erforschung der Pokémon widmen, wie Professor Esche zum Beispiel tut. Aber dafür reicht mein Wissen über die Pokémon noch nicht aus. Also muss ich noch viel mehr Kämpfe bestreiten. Ach, jetzt muss sie jetzt auch gegen uns kämpfen. Das wird jetzt der letzte Kampf sein gegen Bell, ich weiß es nicht. Aber mal sehen. Sie hat jetzt keine 6 Pokémon gefangen. Im Gegensatz zu mir. Ich habe jetzt alle mein ganzes Team auf Levels 40 bis 50. Whisper kann natürlich auch jetzt Surfer, das muss man jetzt schon aufpassen. Bedroher. Und wir sind schneller als ihr Bisbark. Aber es hat sehr viel ausgehalten jetzt mit Dampfwalze. Heimzahlung. Oh, wie viel Schaden macht das denn? Ah, nicht so viel. Okay. Ich könnte schon damit rechnen, dass es Top-Trank hat. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen Top-Trank und die Hypertränke habe ich jetzt rausgeschmissen. Nur die Beleber und Top-Tränke bleiben jetzt bei mir. Top-Genesung hat es mit. Oh Mann. Ja, ich habe so viel Geld gehabt, dass ich jetzt so all die ganzen TMs gekauft habe. Und zwar beim TM-Shop in allen Pokémon-Centern. Und das Offscreen. Seppi Royal. Man kann schon denken, dass wie stark es jetzt wird und wie schwer es jetzt sein wird dann in nächster Zeit. Level 40. Level 40, what the hell? Flammenwurf, komm. Den frittieren wir natürlich durch. So, der Cheater hat es jetzt, okay. Wir gehen jetzt nur mit Vigi-Cheater.
Vegeta in den Kampf, komm. Es ist interessant, dass sie noch Silberblick einsetzt, obwohl Silberblick eher weniger was bringt. Außer, dass die Verteidigung runtergeht, nur ein bisschen. Somnivora. Da werden wir jetzt Bissbug einsetzen. Aber schon lange Zeit habe ich ja jetzt Bissbug nicht so oft eingesetzt. Außer, dass ich es trainiert habe. Dich werde ich jetzt schon platt machen, dein Somnivora. Ganz einfach. So einfach geht das. Also ich finde, alle unsere Pokémon haben sich wirklich prächtig gewappnet. Alright, ich komme ja aus den Staunen gar nicht mehr heraus. Dafür hast du dir ein kleines Geschenk redlich verdient. Top Genesung. Obwohl du es eingesetzt hast, lol. Als mir diese Schufte von Team Plasma in Stratos City mein herzerlebtes Pokémon entrissen, da habe ich es am eigenen Leib gespürt, wenn dieses vermaledeite Team Plasma nach einem Gutdünken den Leuten ihre Pokémon stiehlt, bricht es so zahllosen Menschen das Herz. Red, ich bitte dich, gebiete den Schurken von Team Plasma ihren Machenschaften Einhalt. Niemand hat das Recht, Pokémon von Menschen zu trennen. Diese Lieben. Das ist doch auch dein Wunsch, nach dem du strebst, nicht wahr, Red? Oder ist es doch eher die Wahrheit, der du zu ihrem Recht verhelfen willst? So, das wäre dann auch schon alles, was ich dir sagen wollte. Tut mir echt leid, ich hätte dich nur allzu gern ein wenig aufgeheitert, aber die Lage ist nun einmal ernst und schließlich bist du ja nicht aus Zucker. Warum soll ich aus Zucker sein? Ich bin ja natürlich ein normaler Mensch. Ist der Sarkasmus gemeint, Leute? Nun denn, alles wird gut. Nein, es wird besser, alles gut. Alles gut, glaub mir. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Also dann, ciao. Ja, ob wir wieder sie wiedersehen, ich weiß es nicht. Ob es jetzt der letzte Kampf war, ich bezweifle das. Und nanu, was ist das denn? Die Schwingungen der Zylinderbrücke gehen ja einem ja Mark und Bein und bescheren mir auch noch eine echte Fußreflexionsmassage und das gratis. Oh Mann. Da hinten türmt sich eine Zylinderbrücke wie ein gestellendes Ungetüm. Der bloße Anblick jagt mir einen kalten, aber wolligen Schau über den Rücken. Für Eisenbahn-Liebhaber und pensionierte Fotografen wie mich sind Ferula und die Zylinderbrücke natürlich ideale Orte. Praktisch jeder Winkel eignet sich dort für einen gelungenen Schnappschuss. Wir werden dann Ferula auch noch besuchen gehen. Das ist natürlich über den U-Bahn möglich gewesen. Nein, ich werde jetzt mit dem Fahrrad nehmen. Und wen haben wir denn da? Jezis, was machst du denn hier? Und das Finster-Trio. Komm. Wie du befohlen hast, Meister. Ich bin zutiefst beeindruckt. Du hast also den Leuchtstein an dich bringen können. Meine aufrichtige Anerkennung ist dir somit sicher. Stell dir nur vor, unser Meister N. Ach ja, ein gar wahnwitziger Gedanke nagt an ihm und lässt ihn keine Ruhe mehr zu finden. Er ist der festen Überzeugung, die beiden Trainer, welche die legendären Drachen-Pokémon ihr eigen nennen, sollten sich in einer entscheidenden letzten Schlacht gegenüberstehen und den rechtmäßigen Helden zu ermitteln. Welch eitle Narretei!
Dabei wurde ihm doch die Berufung, der neue Held zu werden, in die Wiege gelegt und ihm überdies von Kindesbeinen an eine Erziehung und Ausbildung zuteil, die einzig dem Ziel diente, ihn auf den bestimmten Wege zu unterstützen. Selbst das legendäre Drachen-Pokémon erkennt ihn bereits als neuen Helden an. Seine Gedankengänge sind manchmal eben unerklärlich und unvorhersehbar. Und jenes verheere Vorhaben, die Pokémon zu befreien. Wir werden den dummen und leichtgläubigen Menschen ihre Pokémon ein für allemal entreißen. So wird sich keiner dieser einfältigen Trainer uns je wieder in den Weg stellen und unsere Pläne durchkreuzen können. Die Pokémon werden uns allein gehorchen. Hörst du? Uns allein! Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn ein meisterhaftes Vorhaben erst Früchte trägt, dann werden diese törichten Trainer lampfromm nach unserer Pfeife tanzen und all ihre Pokémon in die Freiheit entlassen. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann 100 und schließlich 1000! Weder der Champ noch die Arena-Leiter werden diesem gewalttätigen Adlerlass Einhalt gebieten können. Und so wird schließlich der bloße Besitz von Pokémon als himmelschreiendes Unrecht gebrandmarkt und geächtet werden. Selbst Menschen wie die arme Belle werden letztlich überzeugt sein, der Gerechtigkeit einen Dienst zu erweisen, wenn sie ihren Pokémon die Freiheit schenken. Die Welt wird ihr Antlitz unwiederbringlich ändern und das, was wir kannten, wird nie wieder sein. Nie wieder! Auch wenn du im Besitz dieses Steines bist, so bedeutet dies noch lange nicht, dass das legendäre Pokémon dich anerkennen wird. Und erst recht nicht, dass du das Zeug zum Helden hast. Solltest du es jedoch einfach nicht übers Herz bringen, dich von deinem geliebten Pokémon-Team zu trennen, so wünsche ich dir viel Mut und Glück. Du wirst beide brauchen. Getis ist ein reinster Fiesling, wie man schon recht sieht. Und ja, Getis scheint wohl richtig N zu manipulieren, damit er jetzt König wird und damit dann die ganzen Trainer außer Rand und Band sind. Hey Pitcher, auf deine Position, gleich kommt Ball Nummer 1. Schleuder hat er geworfen, ich habe gedacht, jetzt schmeißt du mir einen Baseball in die Fresse. Oh man. Also die, die an den Kopf geschleudert habe, ist übrigens TM56 Schleuder. Sie ermöglicht es zum Ziel, Schaden zuzufügen, indem Items nach ihm geworfen werden. Die Höhe des Schadens hängt dabei vom Item ab. Du hast mich in den Kopf geschlagen, du Arschloch. Du Arschloch! Nein, Spaß. Na gut. So wie es aussieht, sind wir schon jetzt endlich mal weitergekommen. Und zwar zur Route 9. Dann lass uns jetzt mal schnell zu Twindrake City gehen. Wir haben jetzt überhaupt keinen Trainerkampf gemacht über die Zeit. Aber ich glaube, es wird besser sein, dass wir dann jetzt mal Trainerkämpfe durchziehen und dann... Hallo? So, dann lassen Sie jetzt mal weiter mal die Trainer kämpfen. Ich kann jetzt weiter random was sagen. Da wir jetzt schon jetzt im finalen Trainer-Arena-Leiter sind, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir schon jetzt nach fast 28 Parts jetzt schon im letzten Trainerkampf sind. Ich kann jetzt ein bisschen vorspulen, damit wir dann alle Trainer durchhaben. Zwei Zurückhacks, wenn wir schon platt machen. Ausgerechnet Turmkick, zweimal.
Aber ich glaube, wir werden jetzt nicht so vieles durchziehen. Aber ich bin mir gespannt, was da dann jetzt sein wird mit Einal. Ja, auch sicherlich. Ein Mann soll mit seinem legendären Pokémon nach Twindrake gekommen sein. Mummel, Mummel. Willkommen in Twindrake City, der Stadt der Veränderung. Falls ich dich schon mal begrüßt habe, dann nicht so ungut. In Twindrake City werden die Pokebälle der Zukunft entwickelt. Obwohl es Kalos ist? Die Häuser der Stadt wurden aus den neuesten Baustoffen errichtet. Erinnert mich ein bisschen an Sonnenweg. Dein Einstieg in die Welt der Promis, das Musiktheater in Rayono City. Ja. Das ist der 17. April, Twindrake City, sonnig. Route 9, sonnig. Alles ist sonnig hier. Schnee schon auf Route 8. Es heißt, nicht einmal das Gewicht von 100 schweren Pokémon könne die Häuser deren Stadt zum Einsturz bringen. Irgendwie merkwürdig, was sie da für rein tun, aber egal. Lass uns jetzt durchziehen. Wir sind jetzt dann endlich in Twindrake City. Natürlich, in Pokémon Weiß ist die Stadt total anders. Es ist irgendwie so wie altertümlich. In Pokémon Schwarze Edition hingegen ist die Stadt richtig futuristic, sagt man so auf Englisch. Futuristic. Futuristisch. Und hier ist Lauro. Oh, Red, hier entlang. Und wieder ist Getsis wieder am Werk. Getsis, dieser Lügner. Mit seinem manipulativen Gerede will er nur alle hinters Licht führen. Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König, seine Majestät N, hat seine Kräfte mit den legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung schaffen und uns in die glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Gründung Einhalts durch den Helden. Held? Drache? Legende? Im Gegensatz zu uns einfältigen Menschen wohnen den Pokémon Fähigkeiten inne, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Es gibt so vieles, das wir von ihnen lernen können. Wir müssen nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen helfen, das Joch abzuschütteln und dass wir Menschen sie uns schmählich gespannt haben. Befreien die Pokémon? Drum hört, ihr guten Leute, gründet mit uns Team Plasma jenes neue Land. Ein glückseliges Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen am erquickten Trunk der Freiheit berauschen können. Sprengt daher zunächst die Ketten, die eure Pokémon zur Leibeigenen machen. Euer ergebener Diener, Getsis, sagt tausend Dank für eure werte Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Ein komischer Mönch, ey. Stimmt das? Haben wir die Pokémon unterdrückt? Sollen wir die Pokémon freilassen, so wie Team Plasma sagt? Bitte nicht. Ohne meine Pokémon wäre ich doch plötzlich so schrecklich einsam. Was soll das Ganze? Was hat er gesagt? Was er gesagt hat, ist doch Unsinn. Die Einhaltregion entstand damals, indem die Pokémon und die Menschen zusammengearbeitet haben. Falls die Pokémon und diese Beziehung zu den Menschen nicht wünschen würden, hätten sie uns längst verlassen. Ein Pokéball kann vielleicht ein Pokémon fangen, aber nicht aber seine Gefühle. Wollen wir Red? Lang nicht mehr gesehen, Lilia und Lysander. Laro, und der Junge von neulich? Was denn? Was sucht der Champion, der der Pokémon-Liga den Rücken gekehrt hat und seitdem die Lande durchstreift? Ich komme gleich zur Sache. Verrate mir alles über das legendäre Drachen-Pokémon. Du meinst du Zekrom oder Reshiram? Warum interessiert dich das auf einmal? Bei der kleinen Ansprache vorhin hat dieser windige Getsis doch gesagt, dass
einen Trainer namens N. Zekrom wieder erweckt habe. Oho! Und dieser Trainer mit dem Namen N hat Red aufgetragen, das andere Drachen-Pokémon zu suchen. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem N. Für seine eigenen Überzeugungen will er die beiden Drachen-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Was? Aber die beiden Drachen-Pokémon sind doch jetzt Freunde! So ist es, Lelia. Die Trainer sind es, die die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie tun das, damit sich Trainer und Pokémon noch besser verstehen. Also dann, ich mache mich dann auf zur Pokémon-Liga. Oder soll ich sagen, ich kehre dorthin zurück? Natürlich werde ich N besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt so, wie sie jetzt ist, eine Welt, in der Trainer und Pokémon in Harmonie zusammenleben, gut ist. Was dich angeht, Red, ich werde als Champ auf dich warten. Also hol dir den Orden von Twindrake City und komm zur Pokémon-Liga. Aber sieh dich vor, der Arenaleiter von Twindrake ist sehr stark. Also, ich verlasse mich auf euch, Lysandra und Lilia. Jetzt ist er weg. Ob er in Ordnung ist? Er hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Mach dir keine Sorgen, Lilia. Er ist der stärkste Pokémon-Trainer in der ganzen Einhalle-Region. Red war dein Name, richtig? Komm bitte zu mir nach Hause. Es ist, wie Laura gesagt hat, ich will dir alles über das legendäre Drachen-Pokémon erzählen, was ich weiß. Lilia, wärst du so lieb, vorauszugehen? Die Geschichte von Zekrom und Reshiram wird erzählen sie dir. Und ich führe dich zur Twindrake City, hier entlang. Da geht es lang. Ist ja logisch. Warte, ich muss jetzt mal... Das ist... So, ich will schnell mal den Pokémon jetzt teilen. Dann gehen wir... Dann zu Lysandra. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen werden im nächsten, in diesem Part noch, aber ich glaube, ich werde das im nächsten Part reinpacken. Also, ich werde das im nächsten Part und reinpacken. Ich weiß ja selbst, wir haben jetzt nicht so viele Trainerkämpfe durchgemacht. Wir haben jetzt durch ganz Twindrake City durchgezogen. Und so weiter. Aber jetzt geht es dann los. Wir werden dann später im nächsten Part dann die ganze Geschichte von Reshiram und Zekrom hören. Und zwar von Lysandra und Lilia. Mal sehen, was die davon wissen über die ganze Geschichte von der alten Einhalle-Region. Also bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und ein Abo dalassen, falls ihr dafür Bock habt, mehr davon zu sehen von meinem Kanal und nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Pokétendo. Ciao.